nur eine Niederlage und ein Unentschieden. Das ist also ein Herausforderer, der es wirklich in sich hat, erfahren und mit einer Siegesquote ausgestattet, die sonst das Leiden sucht. Und da sind wir natürlich gespannt am Samstag, wie wir dort mit dem WWU Interkontinental im Junior Weltergewicht. Schon-Titelträger der WBO, der Quanti-Titelträger, 18 Kämpfe und 18 Siege, das spricht für ihn. Und wenn man den Namen Small Leonard hört, den hat er nicht umsonst bekommen, eins dieser großen amerikanischen Vorbilder, der besonders geschmeidig und besonders behendet durch den Ring gegangen und Vorwärtsgang, Rückwärtsgang seine Gegner dann ausgekontert hat. Das ist genau der Stil von Bobby Blank. Schönen Dank. Fahren wir die Musik mal ein bisschen runter, damit wir mal hören, wie das auf diese Pratzen klatscht. Pratzen, das sind die Handschuhe, die der Trainer trägt. Sind flach und sind letztendlich die Trefferfläche im Training. Es geht Tag ein, Tag aus, von morgens eine Einheit, nachmittags eine Einheit. Eigentlich sechs Tage die Woche, nur der Mittwochnachmittag ist zumindest vom Universum frei. Robert Hawkins hat schon gesagt, ist gut, Trainer, gute Nacht. In die Musik runter, damit Sie mal hören können, was der gute alte Fritz, der vor ein paar Tagen 61 geworden ist, so täglich zu erdulden hat, weil das macht er von morgens bis abends mit seinem Boxern. Da fliegt sogar schon die Pratze weg. Also ich denke, wir wollen einfach versuchen, ob jemand von Ihnen dagegen halten kann. Ich glaube, das lässt man lieber, oder? Wenn man da nicht die Erfahrung hat, dann lässt man das. So, ich glaube auch, dass das zu Hause bei ihm so funktioniert. Sehr wahrscheinlich. Wenn Unordnung ist, sagt er irgendjemand, geh auf, wirfst du dir hin. Nein, das ist natürlich eine Reflexübung, eine der wichtigeren und ganz, ganz notwendigen Übungen, die im Boxen das ja, fast 50% wichtige Reflextraining verursachen. Das heißt, hier wird immer wieder geübt, immer wieder gesehen, dass der Trainer sieht, welche Reflexe hat sein Junge, wie gut ist er und was man trainieren kann daran. Das wird dann auch Fritz Dunning sagen. Reflexe ist mindestens wichtig, was ein Boxer haben muss. Ja, ich denke, dass das Selbstvollste, was man hat, um Schläge zu vermeiden. Und Boxen ist eigentlich die Sportart, wo man das an erster Stelle versuchen soll, eine gute Verteidigung zu haben. Und wie kann man da nochmal gute Reflexe haben? Entschuldigung. Macht dir das immer so Spaß, so mit so die Pratzen aufsammeln? Oder ich kenne ja noch eine andere Übung, die ist genauso ähnlich. Nein, diese irgendwie magst du nicht. Warum magst du nicht? Das ist ein bisschen schwer. Auch 17 Kämpfe, 15 Siege und 2 Niederlagen, aber ist der offizielle Herausforderer. Auch das wird ein Hochkarätiger-Kampf in der Weltklasse Supermittelgewicht. Und da kann ich Ihnen versprechen, über 12 Runden werden die beiden sich nichts geben. Vielleicht geht es aber auch gar nicht über 12 Runden. Wir wissen, schwer zu kalkulieren, wie lange eine Boxveranstaltung geht. Wenn man auf 12 Runden kalkulieren muss und in der ersten Runde ist alles vorbei, kann es dann am Ende eine lange Pause geben, aber das wissen die Boxfans ja inzwischen. Und wir sehen hier etwas, was vielleicht so wirkt, als ob er keinen Trainer hätte, aber das ist auch Tag ein, Tag aus, nämlich das ist Schattenboxen. Hört sich so komisch an, findet normalerweise im Gym, in den Trainingsräumen vor einem Spiegel statt. Da studiert der Boxer jeden Tag immer ein und aus, welche Schläge wie ersetzt, vor allem die Beinarbeit, wie angewinkelt, da den Ellbogen. Und dann steht auch meist der Trainer noch hinten dran und korrigiert. Also auch das ein wichtiges Element in der Trainingsarbeit der Boxer. So, wir sagen danke. Sehr gut vorbereitet. Also die Verschiebungen haben ihn nicht geschadet. Im Gegenteil, sie haben, glaube ich, sogar noch was genutzt. Und, ich denke, wir sind super vorbereitet und wir können am Samstag nicht auf uns trainieren. Gut, dann zeigt uns mal was. Zumindest hat er sich durch Dresden einen lokalen Vorteil erarbeitet. Denn Gusti ist kaum eine Stunde weg und auch selbst lebt er knapp 30 Minuten zwischen Magdeburg und Dresden. 30 Minuten von hier. Also da werden wohl einige Fans mitkommen. Das war's. Respekt.
Sergio Dündorf kann man sagen, dass er weltweit als einer der besten Superweltergewichtler angesehen wird. Auch Leute wie Oscar La Hoya oder auch Floyd Mayweather, andere, die diese Gewichtsklasse schon geboxt haben, auch Titelträger der anderen Verbände, haben hohen, hohen Respekt vor diesem Boxer. Der ist ein sehr, sehr guter Techniker, mit einem harten Punch eingeschätzt wird. Sergio Dündorf hat 34 Kämpfe bestritten, natürlich 34 Siege und davon 22 durch K.O. Wenn Sie so ein bisschen genau hingucken, stellen Sie fest, natürlich ist man in den kleinen oder nicht leichteren Gewichtsklassen ein wenig beweglicher, aber der Mann ist besonders beweglich. Und schauen Sie ganz besonders hin, wo da und wie da die Fäuste kommen. Yorktown in Philadelphia, ist im Halbschwergewicht in den USA eine gewisse Größe und demzufolge ein würdiger Herausforderer jetzt hier bei dem zweiten Auftritt, den kann ich dem ihn gleich im Anschluss präsentieren. So wie sagen, thanks a lot! Der Tennisball wird hier auch wieder mal eine Rolle spielen und da gucken Sie genau hin. Ja, Sie haben es gesehen oder gehört besser, das ist der Auftritt von Show the Day. Das ist ein Auftritt, wo in Ungarn jeder mitsingt und bei uns im Büro, kann ich Ihnen versichern, in Hamburg, da singen wir auch mal mit, da sind wir andächtig bei diesem kleinen, angenehmen Popliedchen. Aber da wird uns Show nachher noch mehr dazu sagen. Da kommt nicht Ei auf den Tiger, nein, da kommt der kleine Feuervogel. Ich fühle mich wunderbar. Also in der Zeitung habe ich schon heute gelesen und sehr nette Berichte. Die Leute kommen auch zu mir zu und sie sind so nett. Ich freue mich hier zu sein und ich freue mich, Sie alle hier begrüßen zu dürfen. Ja, das kommt mir immer aus dem Herzen, dass derjenige, der dann auch die Massen am Samstag wieder in Wallung bringen wird, spätestens mit einer Einmarschmusik. Jetzt erzählen die Leute mal, es ist eigentlich kein ungarisches Volkslied, wie viele behaupten, sondern es ist ein Liebeslied. Es handelt sich um einen kleinen Vogel und mich nennt man auch in Ungarn Vogel. Das ist übersetzt Modern, aber das klingt ein bisschen komisch, in Deutschland Vogel einen Boxer zu nennen. Und deswegen wurde ich halt Feuervogel genannt. Ich würde sagen, trotzdem ab und zu noch Vogel zu dir, wenn es hier durchdreht.